Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal spielen wir wieder My Time at Portia. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil einerseits ich das Spiel sehr gut und sehr gemütlich finde. Andererseits, weil ich geguckt habe, was ich sonst zeigen könnte. Und ich einfach nichts Gescheites oder Zeigenswertes gefunden habe. Deshalb nichts erzwingen, sondern lieber etwas Gutes zeigen, wo man weiß, dass es gut ist, anstelle von zwanghaft was Neues zeigen wollen müssen. Versteht ihr? Gut. Oh. So, ich habe übrigens die Farben, Kontrast etc. eingestellt von dem Spiel. Ich hoffe, diesmal ist es ein bisschen besser. Ich habe auch ein bisschen weitergebaut. Ich habe zum Beispiel die Brücke repariert. Ich glaube, wir haben letztes Mal die Quest bekommen für die Brücke. Die habe ich repariert. Und ich habe mir dazu noch... Ich zeige das gleich mal. Ich habe meinen Hof ein bisschen erweitert. Okay, sieht ein bisschen besser aus als letztes Mal. Immer noch nicht so toll, wenn es Nacht ist. Aber es spielt keine Rolle. Denn ich gehe jetzt einfach noch mal kurz schlafen. Ich glaube, das sollte eigentlich gehen. Ja. Schlafen symbolisiert quasi einfach das Speichern, ne? Kann man auch Tageszeit überspringen und so. So. Sonne geht auf. Sehr gut. Also. Ihr seht, ich habe hier einen zweiten Steinofen hingepackt. Und zwar aus dem einfachen Grund. Oh shit. Weil das eine Weile gedauert hat. So, ich pack die am besten mal. Warte mal. Hier kommt ein Ofen hin. Das ist richtig scheiße mit dem Dings, ne? Dass man nicht einfach mit der Maus zeigen kann, wohin. Also wenn hier der erste ist, ist hier der zweite, ist hier der dritte. Zack. ja, weil einer alleine ein bisschen langsam war mit der Zeit. Und ich viele Sachen brauchte. Und einfach zu lange warten musste, wenn ich nur einen gebraucht hätte. Benutzt hätte. Mann, bin ich eigentlich bescheuert? So. Und das Teil kann ich nicht bewegen, ne? Ich glaube, ich kann das in der Dings bewegen. Ach, hier habe ich übrigens eine Dingsmaschine. Wie nennt sich das? Schneidemaschine? Schleifmaschine. Und hier eine Schneidemaschine. Oder wie man bei uns sagt, eine Säge. Ich glaube, sowas nennt man eine Bandsäge. Oder so. Kreissäge. Oder ist Kreissäge die... Nee, ist doch eine Kreissäge. Jedenfalls sind das die Maschinen, die ich gebaut habe letztes Mal. So. Kann ich den noch eines nach hinten? Mann, wieso drücke ich R? Ich will doch T drücken für drehen. So. Sehr gut. Das sieht doch wunderbar aus. Jetzt muss ich nur noch den Kackdings bewegen. Hier ist die Kiste. Die musste ich auch machen, weil ich langsam keinen Platz mehr hatte in dem Inventar. Ja, da habe ich einfach ein paar Sachen reingepackt, die ich vor allem in den Dungeons gefunden habe. Solche komischen Dinger hier. Und dann natürlich diese übrigen Loots von Bäumen, zum Beispiel diese Gummifrüchte, Raupen, Fleisch und so weiter.
Ich weiß nicht, bei dem Spiel werde ich immer müde. Bei der schönen Musik. Ist einfach sehr schön. So, die Platte kann ich auch nicht bewegen. Ich gehe jetzt mal kurz in die Stadt, denn da kann man seinen Hof bearbeiten. Geld habe ich noch 613. So, und zwar hier bei der A und G Construction kann man nämlich reingehen. Und bei dem Buch, genau, sieht man seinen Hof. Und ich gucke jetzt mal, ob ich das bewegen kann. Bewegen. Sehr gut. Kriege ich die hier rein, dass die. Das sieht scheiße aus, ne? Okay, das kann ich danach wieder umplatzieren. Wichtig ist einfach, dass das Teil hier hinten jetzt steht. Und das hier möchte ich gerne auch bewegen. Und zwar. Ja, einfach so. Dann. Hier kann ich übrigens bei dem Schild. Oh Mann. Bei dem Schild kann ich hingehen. Und den Hof erweitern. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe hier ein bisschen mehr Platz jetzt zum Bauen. Letztes Mal war das hier ein bisschen weniger weit nach hinten. Kostet aber übelst viel, deshalb werde ich das wahrscheinlich diese Folge nicht mehr machen. Aber man kann hier zum Beispiel das Haus upgraden. Das kostet aber sehr, 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 sehr viel. Ne, die Materialien gehen ja eigentlich noch, aber 10.000 Dollar ist halt schon krass. Man kriegt ja auch ein paar Boni. Aber ich würde einfach gerne mal was Neues bauen. Also so Stall oder so mäßig. Seil, Eis. Okay. Hüterstall. Was ist hier eigentlich der Unterschied zwischen dem Stall und dem Stall? Der Stall hier sieht so aus wie ein Pferdestall oder sowas. 5000. 5000. Also der Hühnerstall wäre der günstigste. 2000. Plus ich brauche Seil. Vielleicht kann ich hier erstmal gucken, dass ich ein paar mehr Maschinen hinbaue. Eigentlich wäre es noch interessant, ob ich hier irgendwo andere Kleider kaufen könnte. Weil so sieht doch kein Farmer aus, ne? Come on. Also, wir checken mal die Karte. Hier sind das vielleicht Bekleidungsgeschäft. Haha. Sehr gut. Gehen wir auch direkt hin. Diese Sterne auf der Karte sind übrigens Quests, die ich annehmen könnte. Das wäre übrigens dieses Quest, das ich momentan habe. Und zwar mit dem Ziviltrupp trainieren. Das heißt, mit diesen drei Leuten muss ich kämpfen in dem Sinne. Das Problem ist nur, die Leute sind, ich glaube, 25 aufwärts. Und ich bin gerade mal Level 10. Also ich habe da überhaupt keine Chance. So, dann gucken wir mal Closet. Vielleicht hier. Nope. Da ist er doch. So. Dann. Hätte ich gerne ein Bikini. Ne, was haben wir hier? Arbeitshose, Level 10. Sehr gut. Mehr Verteidigung, mehr Ausdauer. Boah, die sind ja übelst teuer. Hier brauche ich die 50. Freizeithose. Und das war's. Also ganz sicher brauche ich mal
so eine Arbeiterkleidung, ne? Ich glaube, ich hoffe mal, dass hier das Oberteil Verteidigung Ausdauer aus Faserstoff fühlt sich weich an, ist faltenfrei und gut als Arbeitskleidung geeignet. Na gut, dann würde ich sagen, kaufen wir so ein Ding. Und ich hoffe, das kann ich jetzt gleich anziehen. Zack. Geil. Geil, geil, geil. So. Gucken wir mal, ob wir was verkaufen können. Wow, okay, man kann das Inventar also noch sehr viel erweitern. Das habe ich übrigens auch gemacht. Hat mich aber 400 Golds, also quasi Gold gekostet. Jetzt kostet es 600. Okay, das ist schon ziemlich viel. Was ist das? Eine Muschel. Okay. Also, ich habe jetzt die Arbeiterkleidung leider keine abgegradete Hose. Weil ich glaube, für 236 kann ich mir hier keine leisten. Ne. Ja, sowas kann ich mir kaufen, aber das ist doch keine Kleidung, Digga. Sieht ein bisschen aus wie so ein Pokémon-Trainer, ne? Was ist das eigentlich? Gestreifter Teppich, Faserstoff, Paravent, Fliesenmatte, okay. So, kurz hier Quest gucken. Okay, also die blauen Dinger sind Quests und die roten sind quasi... für ein Quest muss ich da hingehen, ne? Also ich habe jetzt hier eine neue Mission bekommen und zwar Fisch zum Abendessen. Ich muss zwei Katzenjaus angeln, glaube ich. Mars möchte Fisch essen, hat aber keine Zeit zum Angeln, weil er mit seinem Laden beschäftigt ist. Fang ein paar Katzenjaue für ihn, um seinen Wunsch zu erfüllen. So, die Angel sollten wir eigentlich noch haben. Und dann können wir hier unten an den Fishing Spot gehen und gleich mal angeln. Der sieht ja nice aus. Hat so ein bisschen was von Peter Pan, ne? Diesem... Wie ist der? Mit den farbigen Haaren. Rufio. Genau. Dankeschön. So, was geht hier ab? Ja, mein Käfer. Oh shit. Gucken, was sie droppen. Käferei und Schleim. Okay. Gucken, ob ich mit der Axt mehr Damage mache. Oh, geht. Ich könnte mir eigentlich mal ein Schwert machen, ne? Damit ich mal anständig kämpfen kann und nicht mit diesen Kackhandschuhen. So. Also, gehen am besten mal jetzt kurz zurück. Ey. Dann schauen wir mal kurz wegen der Angel, bevor ich das vergesse. Aber als allererstes muss ich den noch kurz wieder hier hinpflanzen. Das ist übrigens auch richtig scheiße, dass hier diese Vierecke so bescheuert gemacht sind. Jetzt habe ich hier einfach ein Loch drin. Packe ich hier halt die Kiste rein. Ja, und der passt jetzt natürlich wieder nicht dahin. Dann kommt der halt hier hin. So. Also.
Angelrute habe ich keine mehr. Okay, ich brauche Kupferbarren. Schau ich mal hier. Holz reinpacken und mache ich mal. Keine Ahnung. 5. 2. So, das dauert jetzt 5 Minuten. Und bis das getan ist, können wir kurz gucken, was so ein Schwert denn kostet. Stacheln von Beute. Okay. Und warum kann ich hier nur Übungsschwerter machen? Wahrscheinlich muss ich meine Arbeitsbank aufwerten, um bessere Schwerter zu machen. Hartholz und normales Holz. Gehe ich doch kurz Bäume fällen, damit ich ein bisschen Hartholz bekomme. Dann kann ich mir gleich ein Schwert bauen. Dann wäre das nämlich auch erledigt, ne? So, Hartholz 3. Hier komme ich nochmal 5. Sollte eigentlich schon reichen, aber ich hau nochmal einen um. Die Musik erinnert irgendwie an Sims, ne? Schöne Liftmusik. Oh, was ist das? Ich muss hier was droppen. Ich droppe. Den Saft trinke ich einfach. Eisenholz. Okay. So. Übungsschwert. Gerne einmal. Geil. So, hier kurz. Was ist das denn? Käferei. Ach so, das ist von dem Typen. Ah, genau. Das habe ich mir letztens gebaut, aber das kann ich nicht aufstellen. Und ich habe mich gefragt, warum. Es ist einfach nur zum Wasser speichern quasi. Aber es kann natürlich auch sein, ich konnte das hier machen, dass das für so ein Dings ist. Ein einfacher Wassertank, wie man ihn überall findet, um Wasser zu sparen. Frage ist, wo kann ich den hinstellen? Ja, ich kann den. Komm, ich pack den in die Kiste. Apropos Kiste, hier könnte ich noch ein paar Sachen in die Kiste hauen, die ich schon in der Kiste habe. Und rausnehmen zum Beispiel, so, hier diese achso, Honig ist das, ne? Felle. Komm, ich mache einfach nochmal so eine Kiste und dann packe ich den da rein. Holzkiste. Huch, egal. Okay, also ich mache nochmal eine Kiste. So. Und die packe ich jetzt hier hin. Und hier packe ich das rein. Und das. All die Kacke, die ich im Moment nicht brauche. Was ist das eigentlich? Faserstoff. Gewöhnlicher Polyesterstoff war in der korrupten alten Welt beliebt. Achso. Kann man in der Textilmaschine benutzen. Schleim. Ja, wohl, den kann ich mitnehmen. So. Dann bin ich eigentlich. Handschuhe kann ich auch wegpacken. Ich habe das Schwert.
Geil. So, die sollten eigentlich auch 2,5 Minuten, okay. Dann gucke ich mal kurz hier, was ich für Post bekommen habe. Rathaus. Ich habe einen Auftrag für dich im Rathaus, alles klar. Und eine weitere Quest. Hier muss ich was machen? Tisch und Hocker für Isaac. Das ist doch schön, das machen wir auch. Gucken wir gleich mal. Steintisch, Steinhocker für Isaac. Brauche ich zwei? Ja. Okay. Steintisch brauche ich Marmor. Von Steinabbau. Zwei von denen. Das ist ja kein Problem, aber Marmor? Okay. Ja, am besten gehe ich kurz pennen. Weil dann sollte der Bronzebarren fertig sein. Es ist Tag. Ich kann die Angel machen. Und ich kann fischen gehen für den Kollegen. Und dann kann ich dann nach dem Abliefern des Fisches. Oh. Ich bin Agent T und das ist mein Partner Agent H. Wir sind von der Inkasso-Agentur. Ach so, ich verstehe schon. Mhm. Okay. 50.000 wollen die, ne? Mhm. Schon klar. Also. Wir machen jetzt hier erstmal eine Angelroute. Zack. Und dann gehen wir unsere Fische holen. Und zwar brauche ich zwei Katzenjaus. Katzenjau. Wo war nochmal der Fishing Spot? Der war hier unten direkt neben der Brücke, die ich gebaut habe letztes Mal. Respektive, letztes Mal habe ich, glaube ich, die Quest angenommen. Und gebaut habe ich sie off-air, also ne, ohne Kamera. So, Angel ist ready. Das sind die Fische. Und los geht's. Brauche einen Köder. Woher kriege ich bitte einen Köder? Scheiße. Muss ich einen Köder in der Stadt kaufen? Gibt es da so ein Angelgeschäft? Werkzeug. Essen. Ah, einen Wurm. Na klar. Natürlich, einen Wurm. So. Direkt alle mitnehmen. Respektive eine Raupe. Kann ich den benutzen? Fischköder. Geil. Woher habe ich die nochmal gekriegt? Von den Bäumen? So, kurz mein Schwert testen. Okay, das geht schon ab. Nice. So, wir probieren es nochmal. Wenn der Fisch anbeißt, klicke mit der linken Maustaste, um die Schnur einzuholen, sonst schwimmt der Fisch dir davon. Sobald ein Fisch anbeißt, erscheint das Ausrufezeichen. Du kannst den Fisch fangen, indem du den Distanzmesser auf 0 herunterbringst.
Ein roter Kreis zeigt die Schnurspannung an. Erreicht dieser die Größe der Blase, reißt die Schnur und der Fisch kann entkommen. Bewege die Maus bzw. den Joystick nach links oder rechts, um die Angelrute zu steuern und die Blase über dem Fisch zu halten. Okay. Scheiße. Ist eigentlich einfacher, als es ausgesehen hat, respektive. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich, what? Aber so macht es eigentlich Sinn. Muss einfach immer ein bisschen warten. Mit dem Einholen. Ist nicht so kompliziert wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel. Ist auch eher gemütlicher hier. Ne, man muss einfach auf dem Fisch bleiben. Gucken, dass der rote Kreis nicht zu groß wird. Wenn er groß wird, dann einfach kurz warten. Die kann man eigentlich relativ einfach reinziehen. Zack, easy peasy. Wie viele Raupen habe ich noch? Oder besser gesagt, wie viel hatte ich? So, gleich mal gucken, wie kann ich hier aufhören? So. Ich habe noch 4 Raupen. Fische gefangen habe ich 6, 8. Seeteufel. Ja, gut. Dann liefere ich doch die Fische gleich mal ab. Und schaue, ob ich unterwegs ein Steinvorkommen finde. Wo ich den vielleicht abhacken kann. Kurz gucken, Inventar. Bisschen habe ich Platz. Dann haue ich noch ein paar solche Käfertypen weg. Das Schwert ist richtig geil, ne? Bam, bam, bam. Blauer Schal. Okay. Finde ich auch geil, wie sich die Musik anpasst, ne? Also, dass eine andere Musik kommt, wenn man anfängt zu kämpfen. Ah, da hinten hat es Steine, die schaue ich mir gleich an. Zuerst muss ich aber hier. Nee, ich wollte eigentlich mit dem Typen reden. Boom. Es gab ein bisschen Gold heißt das ja, ne? Und ein bisschen XP und so. Ihr seht, ich konnte letztes Mal ein bisschen noch leveln. Und zwar die Chance auf doppelte Beute habe ich erhöht. Beim Hacken und beim Hacken. Dann überlege ich gerade noch, was ich jetzt upgraden soll. Durchhaltevermögen. Beim Rennen ist das, glaube ich. Und Ausdauer um 2% erhöht. 2% ist nicht sehr viel. Aber besser als nichts, ne? Nochmal 2%. Oder doppelte Beute. Ich würde sagen, Ausdauer ist im Moment. Mal gucken, wie viel das ist. Von 275. Okay. What? Ach so.
Sind 5, ne? Ihr seht, 275, 280. Ja, komm, ich mache hier noch Bergbau, doppelte Chance auf doppelte Dings, doppelte Beute. Als nächstes könnte ich Fischenzyklopädie. Identifiziere den Fisch vor dem Angeln. Ach, das ist ja nice. Chance auf mehr Erträge durch Kultivierung wird um 10% erhöht. Oder verringere die Materialkosten bei der Fertigung am Arbeitstisch um 5%. Das ist sehr geil. Muss ich mir merken. Wenn das gemaxt ist, sind es ja 20%. Das macht schon einiges aus. Aber jetzt probiere ich hier erstmal einen Stein wegzuhauen. Die großen gehen nicht, sondern nur die kleinen. Gucken, ob ich hier. Was muss ich haben? Diesen blauen Stein, ne? Bessere Spitzhacke, Alter. Ja, was denn? Wahrscheinlich sind genau diese bläulichen Steine das, was ich eigentlich brauche, ne? Kann ich aber nicht wegmachen. Marmor ist es, glaube ich, ne, was ich brauche. Ich dachte, Marmor ist so ein random Drop, aber so wie es aussieht. Ah! Es ist doch ein random Drop. Halskette kann ich anziehen. Ach so. Den Schal kann ich wahrscheinlich auch anziehen. Oh mein Gott, nein. Und tschüss. Was habe ich jetzt bekommen? Marmor? Yes, das brauche ich doch. Es ist also doch random Drop. Sehr gut. Nochmal. Marmor 2. Finde ich auch gut, dass man hier direkt den Drop sieht. Ah, man kriegt hier sogar Kupfererz. Schade. Schade. Da ist irgendwas versteckt. Eine Kiste. Wow, 100 Golds. So, komm, einmal will ich noch Marmor finden. Shit. Yes, Dankeschön. So. Dann gehen wir zurück, nachdem wir diese Kiste hier aufgemacht haben. Inventar voll. Diesen Scheißschal. Kann ich den droppen? Wegwerfen. Yep. Dressing. In einer Kiste. Okay. Debt Collectors Agency. There is such a thing, but I didn't know the problem. Beim nächsten Mal schickst du sie zuerst zu mir, sodass die Lösung finden. Du hast hart gearbeitet. Portia steht voll und ganz hinter dir. Städtedieb. Nice. Wieder ein Quest. Hier ist die fette Katze. Die gibt es immer noch. Nice. Nice, nice, nice. So. Hier noch kurz ein bisschen sammeln. Können wir das nämlich in unsere Kiste packen? Nicht hier, sondern da vielleicht.
Hier kann ich sich mal die Fische reinpacken. Die komischen Sachen. Fleisch ist alles in einem anderen Ding. Was ist das hier eigentlich? Holz, großen Bäumen. Manche Metalle, okay. Hier wieder die Raupen rein. Das Fleisch. Genau, das haben wir hier auch drinne. Und der Rest ist eigentlich okay. So. Genau, ich wollte die Tische machen. Und zwar zwei von denen. Ich kann nur einen machen, weil ich nur... Ich kann zwei machen. Ich brauche auch nur einen. Haha. Zack. Isaacs Spiel. Alles klar. Wo ist denn Isaac? Da ist er. Gehen wir doch direkt die ganzen Sachen abgeben. Ist der hier drin? Oder oben? Der ist oben bei den Bäumen. Aha, da ist er. Sehr gut. Wieder 100 Golds. Ne, hier will ich 486. Kann ich mir gleich die Arbeiterhose noch kurz kaufen gehen? Konnte ich mir ja vorhin nicht leisten, ne? .443. Perfekt. Sehr gut. So sieht doch ein Arbeiter aus, ne? Nice. So, wer bist du denn? Warum rennen sie? Hallo? Alles Könner, einer der Hulu-Brüder. Okay. Ja, es wird ja auch schon wieder so ein bisschen dunkel. Aha. Ah, ich kann noch mal probieren, gegen sie zu trainieren. Genau, ich habe jetzt ein Schwert. Kann ich das benutzen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Und ihr seht, die ist Level 25. Und wenn die mich einmal trifft, dann ist meine halbe Leiste weg. Deshalb... Such mal, ob ich das hinkriege. Weil mein Drehkick blockiert immer ihre Sprungattacke. Solange das der Fall ist, ist es eigentlich gut. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel, ist der Schlag durchgekommen. Gut, ich verliere nicht gerade die Hälfte, aber doch schon ziemlich viel. Aber die sollte ich eigentlich hinkriegen. Nice. Ja. Ja. Geil. Zack. Ah, das war die komplette Quest. Ich dachte, ich muss jetzt mit jedem Einzelnen trainieren. Was ist das? Aushängen? Doktor, Kleider, cooler Kumpel. Bäckerei, Blumenladen. Okay, was gibt es eigentlich sonst noch? Alles klar, alles klar, alles klar. So, ich gehe jetzt schlafen. Und dann schauen wir mal, ob wir eine neue Maschine bauen können.
So. Also. Ich habe hier eine Quest und die ist sehr komisch, sehe ich gerade. Mit Martha reden wegen den Schuldeneintreibern und dann habe ich hier die Höhle auf der Bernsteininsel. Baue einen Stromgenerator und repariere die Maschine in der Höhle auf der Bernsteininsel. Baue einen Stromgenerator. Dann schauen wir doch mal hier. Ob ich denn einen Stromgenerator überhaupt auswählen kann? Ah. Moment. Moment, Moment. Stromgenerator bauen und ich brauche eine auswechselbare Batterie. Also die Batterie kann ich bauen. Aber ich brauche auch einen Stromgenerator. Oder nicht? Ich glaube, ich baue einfach mal die scheiß Batterie da. Moment, was wäre eigentlich mit dem Grill? Zeit für eine Grillparty. Ich könnte, wenn ich nachher mal Zeit habe, kurz so einen Grill bauen. Aber zuerst brauche ich mal so ein Dings. Ich sehe, hier brauche ich Federn und die sind in der Ruine 2 gefunden worden. Jetzt ist die Frage, ob ich den Rest... Sollte ich alles haben? Marmor, weiß ich nicht. Aber die Federn... ist in der Höhle 2, die ist hier oben. Aber ich brauche dafür erstmal Geld. Das ist momentan mein Hauptproblem. Wie komme ich am besten an Geld? Ich glaube, ich brauche irgendwie so um die 200. Honig kann ich bestimmt verkaufen. Und... What? Ein Apfel? 60? Moment. Wo habe ich denn den Apfel her? Ich kann mich an einen Baum erinnern mit vielen Äpfeln. Wo war das? Zwar war das da hinten. Ja, da sind so Dings, ne? Früchte oder sowas. Das ist eine schöne Farm. Ich will auch so eine. Ne, wo man hier so Tiere hat. Und Felder. Da! Also wenn jeder Apfel hier 60 Golds wert ist, dann... Gucken. Apfel. Oder war das ein spezieller Apfel, den ich da bekommen habe? Wahrscheinlich schon. Ja. Gut, die kosten immerhin 5. So schlecht ist das nicht. So, die Baumschule. Ah, hier habe ich übrigens auch den Zaun... geholfen zu reparieren. Die sollte jetzt auch wieder offen sein, die Baumschule. Und ich sehe gerade, der Apfelbaum steht nämlich in der Baumschule. Gucken, ob ich da einfach reinkomme. Die wird immer noch gewartet. Droppen hier Äpfel wieder? Nein?
Schade. Na gut, dann gucke ich mal, was ich verkaufen kann. Und dann checke ich ab, wie viel ich bezahlen muss für die Ruinen. Vielleicht reicht es ja, vielleicht nicht. Mal schauen. Und da kann ich gleich noch mit Martha reden. Die sollte, glaube ich, auch hier irgendwo sein. Ach, die ist da unten. Oh, shit. Ah, nee, da. Perfekt. Ah, ist ein sehr schönes Spiel, finde ich. Sehr, sehr schön gemacht. So, verkaufen. Schade. Wer will denn Äpfel kaufen? Kann ich die hier verkaufen? Ja. Alle Äpfel. Die auch. Und der Honig ebenfalls. Bam. Meeresalgen-Burrito. Ich dachte, es ist ein Dürüm, aber Meeresalgen-Burrito, 190 Golds. Okay. Nein, danke. So, hier. Labalaba. Mit Martha reden habe ich gemacht. Jetzt habe ich nur noch das Quest Stromgenerator, aber ich will jetzt in diese Höhle. Die sollte, glaube ich, hier oben irgendwo sein. Rechts hier hinten, ne? Muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Die lange Straße. Okay. Da. Ah, hier. So. Ja. Hä? Ich verstehe diese Karte nicht. Ah, hier. Okay. Ich hoffe, es ist hier nicht zu teuer, um hier reinzukommen. Okay, habe ich zum Glück gerade. Und was ich brauche, sind Federn. Also diese wortwörtlich Federn. Nicht Federn im Sinne von Huhn, sondern Federn im Sinne von Auto. So, dann checke ich hier mal ab. Wo es denn hier spezielle Orte gibt. Da ist was. Schade. Wunderlampe. Okay. Was haben wir da? Soldat mit Lanze. Oh, was ist das? Manganerz. Okay. Manganerz klingt sehr gut, nehme ich mit. Alte Teile, shit. Ich hätte gerne eine Feder. Ne, da ist einer noch näher. Ja, ich bin gespannt. Hier alles finde. Ich befürchte leider, dass ich keine Feder finde. Wieder Soldat mit Lanze. Was haben wir hier?
Schaltkreise, Alter. Da. Und Schmiermittel. Immerhin Magmaerz. Nehme ich einfach mit, weil es wertvoll aussieht. Das rote ist was? Eisenerz, okay. Okay, Inventar ist voll. Das ist sehr schade. Dann versuche ich hier nochmal so ein Dings. Ist mir klar, ich habe keinen Platz. Ist mir schon klar. Die Frage ist, was ist das? Das ist auch wieder dieser Zinnsoldat-Typ, ne? Was brauche ich hier nicht? Ich brauche hier nicht Schmiermittel, glaube ich. Oder doch? Ach, komm, Holz brauche ich nicht. Ach, shit. Ich will eigentlich nur so eine scheiß Feder. Oder wie viele Federn brauche ich? Zwei? Drei? Komm, einen hole ich noch. Ansonsten gehen wir zurück. Guck noch einmal nach, woher ich denn diese Feder kriege. Vielleicht kann ich mir die Feder auch selber bauen. So wie dieser scheiß Soldat mit Lanze. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Leider nichts Gutes gefunden. 300 Golds ausgegeben für quasi nichts. Aber so ist es nun mal. Man kann nicht immer gewinnen. So, zap, zap. Hier können wir noch mit dem Typ reden, wegen den Schuldeneintreibern. Okay. Muss ich wieder mit Isaac reden, aber ich gehe jetzt kurz zurück und pack meine gefundenen Sachen in die Kiste. Vielleicht würde es sich mal lohnen, wieder das Inventar zu upgraden, damit ich mir Sachen mitnehmen kann. Nicht hier, sondern hier. Und zwar diese ganzen Dinger. Zack, zack. Kann ich hier irgendwas einlagern sonst noch? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann packen wir die Sachen da rein. Und zwar alles, was kein Erz ist. Am besten mache ich dann nochmal eine Kiste, wo ich meine anderen Sachen reinpacke, damit ich die Erze nicht immer mit mir rumschleppe. Weil ich kann die Items ja auch aus den Kisten benutzen. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen und ich habe gesehen, die Zeit ist auch schon um. Ja, das war wieder mal My Time at Portia. Zum Verabschieden gehen wir hier in das wunderschöne Hauptmenü. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Das Spiel ist wunderbar. Könnt ihr euch auf Steam holen. Kostet im Moment, glaube ich, immer noch um die 30 Euro. Müsst ihr mal gucken, ich glaube 30 Euro, 25 Euro, irgendwie sowas. Könnt ihr euch holen, wenn ihr wollt. Meiner Meinung nach ein wunderschönes Spiel. Und wie ihr sehen könnt, man kann sehr, sehr viel machen. Ich bin immer noch nirgendwo, ne? Ich habe noch nicht mal meine Werkbank upgradet, meine Farm upgradet, noch gar nichts. Und ja. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video. Nächste Woche übrigens ein Special, denn einerseits kommt Resident Evil 2 raus. Dann haben wir noch das Gewinnspiel, was aufgelöst wird. Natürlich am Release-Tag von Resident Evil 2. Denn dann gibt es eine Collector's Edition zu verlosen, verschenken.
Und der Gewinner wird dann gezogen. Plus am Samstag ist, glaube ich, der 26., wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Und am 26. Januar hat oder feiert mein YouTube-Channel Jubiläum, nämlich 4 Jahre. Und mal gucken, was wir da machen. Vielleicht auch einfach nur Resident Evil 2 Stream oder so. Mal gucken. Aber freut euch jedenfalls auf nächste Woche. Ich tue es nämlich und hoffe, ihr seid dabei. Verpasst nichts. Ja. Like das Video, abonniert den Channel. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder und bis dann. Damn.